Ja, heute werden wir ein bisschen unsere Hobelmesser schleifen. Und ich habe mir jetzt hier mal das Hobelmesser aus dem Fünfer Stanley genommen und mein Schleifstein schon mal ein bisschen eingelegt. Wie ihr seht, ist der schon reichlich benutzt. Und deswegen müssen wir den eben abrichten. Und dazu nehme ich ein ganz normales 120er Schleifpapier und lege es auf eine gerade feste Unterlage. In diesem Fall ein schönes Stück Glas. Und für den Schleifstein einfach mal ein bisschen über das Schleifpapier hinüber, um dann zu sehen, inwieweit der Stein schon krumm ist. Und ja, ich sehe jetzt, dass er hier abnimmt und dort, aber noch nicht wirklich in der Mitte. Ja, ist noch nicht ganz so weit. Öfters mal den Schleifstein umdrehen. Und wenn man dann irgendwann den Schleifstein abgerichtet hat, abgerichtet heißt glatte, plane Oberfläche. Ich kann das ja hier nochmal testen. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr gegen das Licht halten. Die ist plan. Dann können wir das auch schon weglegen und unseren Schleifstein nutzen. Und für das Nutzen von meinem Schleifstein, weil ich das auch freihändig noch nicht so kann, habe ich hier so eine kleine Schleifhilfe. Und an der Seite von der Schleifhilfe steht 40 mm sind 25 Grad. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Dafür habe ich mir hier so ein kleines Jig gemacht. Der Abstand von hier zu der Kante sind 40 mm. Mit der Schräge nach unten zur Rolle hin. Einfach anlegen hier. Upsala. Ne? Hier gerade anlegen. Dort gerade anlegen. Und das ergibt dann 40 mm. Das Ganze noch zumachen. Jo. Und einmal festziehen. So. Und dann kann ich ganz gemütlich meinen Schleifstein nehmen. Mein Hobelmesser damit abziehen. Hier den Schleifstein öfters mal umdrehen. Und wenn ich hier hinten einen Grat fühle, dann sollte ich schon fertig sein. So, jetzt ziehe ich noch die Rückseite von meinem Messer hier ab. So. Und das Messer sollte jetzt scharf sein. Kann ich mir die Unterlage, die nasse, wieder weglegen.
So. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen schärfer zu kriegen, nehme ich mir so einen Abziehriemen. Habe ich mal erklärt in einem Video, wie das geht. Und ziehe jetzt einfach. Sekunde. Jetzt mein Messer einfach, weiß nicht, 30, 40, 50 Mal darüber. Jetzt sollte das Messer schon komplett mir die Haare entfernen können. Wie ihr seht, funktioniert das hervorragend. Nun kann man sehen. Das Messer würde ich jetzt mal scharf nennen. Kann wieder eingebaut werden und fertig. Keine 5 Minuten. Und damit wir das Ganze jetzt auch testen können, habe ich das Messer wieder eingespannt und hier ein Stück Fichte, Balken. Und wie ihr sehen könnt, sind das hervorragende Späne. Und das Messer ist scharf wie Hulle. Richtig schön feine, gleichmäßige Späne. Ich habe das Gefühl, zu einer Seite hat er immer noch mehr. Warum der jetzt hier hinten so ein bisschen flackert, kann ich natürlich noch nicht feststellen. Aber dafür nimmt er herrlich feine Späne ab. Ja, so sieht's aus. Scharfes Messer.